Die Stimmen zum Spiel werden Ihnen präsentiert von Tuja Zeitarbeit. Also ich bin erleichtert, ich bin stolz und froh, wie wir heute Fußball gespielt haben. 3-0 gewonnen, die Mannschaft hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und ja, alles sehr, sehr positiv. Ich freue mich und jetzt kann man den Abend ausklingen lassen. Unsere Fans waren einfach super. Wenn ich bin reingekommen von vor dem Spiel und ich habe das ganze Stadion gesehen und heute erste Spiel, 8000 Zuschauer. Ja, das macht uns noch stärker. Es war am Anfang sehr, sehr schwer. Die Burghausen haben sehr gut dagegen gehalten, aber ich denke, wir haben gezeigt, dass wir eine sehr, sehr hohe Qualität haben, dass wir sehr, sehr fit sind und haben das Spiel dann verdient 3-0 gewonnen. Dieses Tor ist ja für unsere Trainer, weil er hat mich die ganze Vertrauen gegeben. Durch die habe ich zweimal verschossen. Ich habe mit ihm gesprochen in die Woche und er hat mir gesagt, ich will, dass du wieder schießt. Ich habe gesagt, Amuri, du bist derjenige, der schießen soll. Ich möchte und ich will, dass du weiter die Elfmeter schießt. Deswegen dieser Tor ist für ihn. Habe ich mir keine Gedanken gemacht, habe ich einfach den Ball genommen und ich wusste, dass der Ball kommt rein. Nach dem 3-0-Führung, denke ich, eine Phase gab, wo wir ein bisschen das Tempo rausgenommen haben. Dann haben wir Glück gehabt, dass der Gegner nicht 3-1 gemacht hat, wo dieser Pfostenschuss kam. Wenn er reingeht, dann 3-1 und dann würde Burghausen wieder an sich glauben. Das darf nicht sein. Das sind Fehler, die wir auch letztes Jahr oft gemacht haben. Wenn wir spielen gut und dann läuft bei uns alles gut und dann denken wir, jetzt können wir alles im Griff haben und nur verwalten, das im Fußball kann es manchmal auch brutal sein. Ich denke, fürs erste Spiel war das ordentlich, das war okay. Ich denke, ich habe mich gut eingebracht und ich bin soweit zufrieden. Wir haben ein Spiel heute nur gewonnen, mehr nicht. Die Saison ist ja sehr, sehr lang und wir müssen kleine Schritte machen. Wir fangen bei Null an sozusagen und wir müssen jedes Spiel an unsere Grenze gehen. Ja, natürlich, Leipzig ist eine starke Mannschaft. Die werden zu Hause spielen, erstes Spiel mit, weiß ich, 20.000 Zuschauern. Aber ja, ich weiß, dass wir sehr stark genug sind, da die 3 Punkte zu holen. Aber ich denke, wir können nach dem Spiel heute mit breiter Brust nach Leipzig fahren. Und wenn wir das abrufen, was wir können, dann muss Leipzig uns erstmal schlagen. Ja, ja, klar, sowieso. Nach jedem Sieg bin ich platt, aber besser bin ich platt und haben wir die 3 Punkte geholt, als bin ich platt und haben wir 0 Punkte geholt. Deswegen jetzt kann ich in die Kabine gehen und feiern. Wenn Sie jetzt nicht feiern dürfen, dann frage ich mich wann.